Ihr hört Megafon 95, Folge 31, der Fortuna Fußball Podcast von Projekt Megafon. Willkommen zurück nach dem Intro. Heute besprechen wir den 26. Spieltag gegen den MSV Duisburg. Wir haben da 2-1 gewonnen. Ich bin immer noch ein bisschen gehypt von dem Spiel, wie man vielleicht merkt, weil das Ganze so ein bisschen einen Aufschwung vortreibt, der in den letzten Wochen natürlich zu sehen war, positiverweise. Wir sprechen außerdem weitere Themen der Folgen. Das darf man dem Champagner schon kalt stellen. 50+1, Raphael Wolf und natürlich einen kleinen Ausblick über Arminia Bielefeld. Micha, wollen wir direkt mal so ein bisschen Sachen abfrühstücken? Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Rahman nach Magen-Darm doch nicht fit, obwohl es in der Woche hieß, vielleicht ist er fit, vielleicht ist er nicht. Also er hat schon wieder mittrainiert, aber anscheinend hat Funke ihn nicht für fit genug angesehen. Bozek startete für Neuhaus. Michael, kam für dich der Wechsel ein bisschen überraschend? Na, eigentlich schon, weil ich habe eigentlich, weil Neuhaus hat im letzten Spiel nicht ganz so überragend gespielt wie sonst. Ja, wahrscheinlich dachte Funkel sich, Bozek spielt gegen einen Ex-Club, dann wird er eine überragende Leistung zeigen. Aber ich war auch überrascht, dass Bozek von Anfang an gespielt hat, statt Neuhaus. Vielleicht brachte Bozek so ein bisschen das defensivere, denkende Element in die Partie rein. Sobotka war deutlich offensiver, als man das von ihm gewohnt war. Eure Meinung zu den Themen oder Feedback allgemein? Gerne YouTube-Kommentare für die, die es gerne in einem Podcatcher hören. An projektmegafonpodcast@gmail.com. Ist ein bisschen lang, schreibt sich allerdings alles zusammen. Unsere Links findet ihr, wenn ihr auf YouTube guckt, unten in den Beschreibungen. Tauchen wir direkt mal ins Spiel ein. 32. Minute, Haraguchi über links, unplatzierter Schuss, aber Flecken lässt klatschen, Sobotka nur zu überrascht, um den Ball dann tatsächlich einzuschieben. Ayhan klärt dann 2-1 Situation, einfach überragend, 40. Minute, fällt dann das 1-0 durch Hennings. Usami, Haraguchi, die harmonieren super zusammen irgendwie. Ich habe schon getrauert, dass Usami doch nicht das bringt, was er verspricht, aber seitdem man mit Haraguchi sozusagen die Flügelzange bildet, spielen die einen überragenden Fußball. Fink sieht dann Hennings, bei dem landete der Ball und der kloppte den Ball dann aus ca. 18 Metern unhaltbar auf das Tor. Fortuna in der ersten Halbzeit, klar bessere Mannschaft, oder? In der ersten Halbzeit war es eher schon, beziehungsweise bis zur 30. Minute war es eigentlich eher ein Abtasten so. Fortuna hat sich bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu haben, ohne wirklich dann im Risiko zu gehen. Ab der 30. Minute dann, im Prinzip ging dann erst das Spiel richtig los und dann wurde es auch erst spannend. War auf jeden Fall ein super Spiel, 48 Minuten dann Duisburg mit Konterchancen, aber Fortuna kann sich schnell genug sortieren, den Ball klären. Fortuna im Glück, schaute Foul in der 57. Minute, Kevin Wolze, klar, aber Wolze fällt wahrscheinlich zu theatralisch, sodass der Schiedsrichter sagt, war kein Strafstoß. Jetzt habe ich schon viel Kritik gelesen, meistens von der Duisburger Seite kommt, dass das Spiel da verloren wurde. Würdest du da mitgehen oder wärst du der Meinung wie ich, ist eigentlich eher das Fazit, aber dass Fortuna generell besser gespielt hat, vielleicht nach dem Anschlusstreffer, dem 2-1 nicht mehr, aber Fortuna war trotzdem besser, oder? Ja, meiner Meinung nach hat Fortuna verdient gewonnen, auch wenn Duisburg in der zweiten Halbzeit sehr präsent war in der Fortuna-Hälfte, aber so wirklich gefährlich wurden die da nicht. Den Elfmeter musst du eigentlich geben, aber wenn man in der Zeitlupe sieht, wie der Wolze fällt, so dass auch der Letzte sieht, dass er gefoult wurde, wo ich mir denke, wenn er normal fällt, kriegt er den Elfmeter, aber weil der so beim Fallen die Hände hochreißt, so nach dem Motto, es ist eigentlich so, wie du es machst, wenn du eine Schwalbe machst. Ja, ist so ein bisschen dieses, wenn du Schauspielerst, wenn du auf der Bühne stehst, du actest so übertrieben, dass sogar der Letzte oben auf dem günstigsten Platz erkennt, was du tust, und das ist so ein bisschen die Theatralik dabei. 64. Hennings zu 16 Meter nach dem Konter an die Latte. Ja, du hast ein bisschen geflucht, weil der Usami stand da komplett frei. Und Wegbo in der 71. dann mit dem Seitfallzieher im 5-Meter-Raum am Pfosten, wollte man auch eine Chance von Duisburg so beschreiben, weil es einfach die beste Chance von denen allgemein war, außer dem Tor vielleicht. 83. Usami, schöne Flanke auf Hennings, frei aus 7 Metern, aber der geht halt einfach drüber. Lovren kommt für Haraguchi, erster Wechsel erst in der 84. Minute. Ich war ein bisschen erstaunt, dass Funkel doch so spät erst wechselt. Ich hatte schon gedacht, er wechselt wie immer in der 60. Minute rum, wenn es passt. Also Duisburg hat immer weiter hinten aufgemacht.
Und ich dachte mir, ja, da jetzt einen frischen Lovren, der halt schnell ist, dass man den halt immer schön schicken kann, wenn man dann in die Kontersituation geht. Aber irgendwie wollte Funkel nicht früher wechseln. Also für dich so eine Viertelstunde zu spät gewechselt? Ja, nicht eine Viertelstunde, aber obwohl ja, so 10, 15 Minuten zu spät eigentlich. Usami mit dem 2-0 dann. Lovren sieht Usami rechts, der legt schon auf und Usami mit Vollspann dem Torwart durch die Beine. Also besser geht's nicht, 90 Minuten dann. Ja, eher so ein Glückstor von Duisburg, was da einfach so ein bisschen reingedümpelt ist. Aber Duisburg wurde dann auf jeden Fall stärker. Zimmerkampf für Usami, Bormut für Hennings. Klar, offensiv, defensiv, Wechsel auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eine gute Aktion von Bormut, der sich den Schuss trifft in der 94. Spielminute. Falls im Spiel, ja, bis auf 30 Minuten hat er mich ja schon gesagt, taktisch geprägt, dann munteres hin und her. Duisburg in der zweiten Hälfte Offensive, aber Fortuna verteidigt gut. Bis zur 90. Minute ein verdienter Sieg. Typisch Fortuna eigentlich, Micha, mit dem 2-0 irgendwie in der 88. nicht das Spiel entscheiden zu können, sondern sich dann noch einzufangen. Ja, es hätte ja so schön sein können, in der 88. Minute machst du das 2-0, bringst das 2-0 einfach über die Zeit, aber dann ja, aber kassierst du ja direkt hinterher. Tatsächlich bei dem Spiel gegen den Jan aus Regensburg gesehen, dass wir uns auch nicht wohlfühlen, selbst wenn Fortuna 3-0 führt, nach 30 Minuten haben wir beide immer noch Gänsehaut, wenn wir sehen, oh, das läuft einer von die Gegner auf uns zu, der macht bestimmt jetzt ein Tor. So, das ist halt, wenn du Fortuna-Fan bist, hast du grundsätzlich ja, immer die Angst, dass du verlierst. Das ist was anderes, wenn du nach 15 Minuten 3-0, wenn du nach 15 Minuten 3-0 führst, also ich bin einer, ich kassiere lieber das 3-0 in der 15. Minute als in der 85. Minute, beziehungsweise ja, hast du recht, ich kassiere auch lieber das 1-0 nach 20 Sekunden als 20 Sekunden vor Schluss, weil du dann halt mehr Zeit hast, um drauf zu reagieren. Ja, aber ich denke, es ist generell ein Problem der Fortuna, dass du, wenn du führst, mit 2-3 Toren Vorsprung, dass du es aber seit Jahren irgendwie nicht schaffst, das zu verpacken, Schleifchen drum zu machen und schon mal auf den Gabentisch zu stellen. Jetzt hat Fortuna natürlich einen Bärendienst sich geleistet, in Duisburg zu gewinnen. Die waren nämlich ziemlich nah dran und wollten auch den direkten Aufstieg schaffen. Ist für die jetzt ein bisschen weiter weggerückt. Wir haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg, Micha. Die Zwillinge gegen Arminia Bielefeld, die haben 38 Punkte, sind auf Platz 5, spielen oben mit, also nicht zu unterschätzen. Die haben eigentlich dieses Jahr guten Sturm, oder? Also, die spielen nicht ohne Grund oben mit. Bielefeld ist halt eine von den Mannschaften, die praktisch in zweiter Reihe drauf lauern, dass die oben patzen und dass die dann halt doch noch kurz vor Schluss dann um den Aufstiegs- oder den Relegationsplatz dann noch einnehmen können. Wir haben ja noch 8 Spieltage Zeit und es ist so ein bisschen, ja, alles knapp da oben. Was erwarten wir von dem Spiel? Ist so ein bisschen, ja, dass das eher kampfbetont wird, Fortuna hinten sicher stehen muss und die Kicker von der Alm halt der gute Stürmer, da muss man defensiv gut stehen. Ich denke aber, dass wir zu Hause stark sind und da 2-0 gewinnen werden. Hoffe ich zumindest, dass wir das tun. Weil das so ein Ausrufezeichen wäre an die Leistung, die man sich jetzt in den letzten Wochen tatsächlich erarbeitet hat. Ja, ich glaube, das wird ein dreckiges 1-0 für Fortuna. Aber Hauptsache gewonnen. Was eure Meinung ist, euer Ergebnis, schreibt das gerne mal in die Kommis. Würde uns furchtbar interessieren. Und dann würde ich sagen, wenn ihr das Abo dagelassen habt und die Daumen nach oben gedrückt habt oder uns auf iTunes bewertet habt, dann kommen wir direkt zu Michas Champagner. Der hat nämlich schon mal kalt gestellt. Micha, was meinst du damit? Dass man noch 8 Spiele hat und man hat 9 Punkte Vorsprung auf dem 3. Platz und 11 Punkte Vorsprung auf dem 4. Platz. Ja, also 24 Punkte sind noch möglich. Ja, und es ist eigentlich darf da nichts mehr schiefgehen. Oder theoretisch, es ist halt jetzt gegen Duisburg ein sehr wichtiges Spiel gewesen. Und jetzt habe ich halt, weil Duisburg viertplatzierter war. Und jetzt habe ich dann halt gesehen, ja okay, Bielefeld ist jetzt fünftplatzierter. Das heißt, die sind auch oben dran. Aber theoretisch so um Platz 3 tatsächlich kämpfen 5-6 Mannschaften. Die ersten beiden sollten eigentlich sicher sein. Wir haben bis jetzt halt nur Glück gehabt, dass alle anderen wieder oben sind, so patzen. Halt 9 Punkte auf Platz 3, 11 auf Platz 4. Bei 24 möglichen Punkten ist eigentlich realistisch gesehen doch möglich, dass wir sogar als Zweitligameister dann mit der Felge aufsteigen. Jetzt befürchte ich nur, dass wir auf dem Rathausplatz nicht genügend Platz haben. Ja, aber ich sag mal so langsam, ich habe ja immer gesagt, so okay, irgendwann wird Fortuna eingeholt, aber so langsam denke ich mir so, aber wer soll denn Fortuna einholen? Weil die Konkurrenz verliert halt auch. Ja, mal gucken, so langsam werde ich hibbelig und so langsam traue ich mich auch darüber zu reden, dass man ja vielleicht aufsteigt, diese Saison. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil die Anschlusszeiten sind ein bisschen familienfreundlicher.
Ich könnte dann auch wieder regelmäßiger ins Stadion gehen. Jetzt, wo es auch Montagsspiele gibt. Ja, aber die gibt's halt, da gibt's vier ja. Stück. Nächste Saison sind sechs über 34 Spieltage. Also das kriege ich hin. Wie mache ich jetzt am besten die Überleitung zu dem nächsten Thema, was wir ansprechen wollen? Fortunas Bekenntnis zur 50+1 oder viel eher in Person von Robert Schäfer. Ich lese einfach mal das Zitat vor, oder? Ja. Als Fortuna Düsseldorf haben wir eine klare Meinung und haben hier auch eine klare Position in vielen nationalen Medien bezogen. Wir sind für den Erhalt der 50+1-Regel in ihrer jetzigen Form und gegen die Aufweichung der Satzung, die Tür und Tor für Investoren öffnen und die Fußballkultur gefährden. Wir wollen den Fußball, wie wir ihn alle lieben, erhalten. Wir haben schon mal diskutiert in einem anderen Format von uns, nämlich dem Projekt Megafon Talk, was wir über Investoren halten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Folge das ist. Müsste 2 oder 3 gewesen sein. Auf jeden Fall haben wir da schon mal drüber gesprochen, deswegen brauchen wir es jetzt nicht anzuschneiden. Aber kurze Meinung dazu. Ist schon positiv und auch schon, wie sagt man im Englischen, ballsy, sowas zu sagen in der heutigen kommerziellen Fußballlandschaft. Ja, ich finde eigentlich nicht. Ich finde, das ist eigentlich genau das Richtige, weil dass Fortuna sich dazu halt jetzt geäußert hat, dass die halt für die 50+1-Regel sind. Was ich super finde, weil ganz ehrlich, wenn Fortuna sagen würde, ja nee, wir haben Bock auf Investoren und bla, da würde ich mir wirklich überlegen, ob ich dann weiterhin noch Fortuna-Fan wäre. Das war ja vor Ewigkeiten, war das mal Thema mit Red Bull damals. Ja, schon 1000 Jahre her, aber... Ja, bevor Red Bull in Leipzig eingestiegen ist, ja, davor war die Überlegung, ob Red Bull bei Fortuna einsteigt, als sie noch in der 4. Liga gespielt haben. Tatsächlich, auch bei St. Pauli, das ist echt gruselig. Deswegen, da sieht man, wie viel Glück wir hatten, dass die damals schon gesagt haben, ja, nee, da haben wir jetzt nicht so Bock drauf. Ja, die hatten nicht, also die hatten schon Bock auf Red Bull, weil die gesehen haben, was da an Geld kommen kann. Aber es war damals halt eher, dass Red Bull dann doch mehr ändern wollte und mehr sein wollte als der beste Premium Platin-Sponsor, den es gibt, sondern ja, Red Bull wollten halt mitbestimmen. Ja, Red Bull wollte halt nicht nur ein Sponsor sein, sondern wirklich auch Macht haben. Und dann würde es wahrscheinlich auch Red Bull Düsseldorf heißen und nicht mehr Fortuna Düsseldorf. Und das wäre dann ja im Prinzip ein komplett neuer Verein gewesen. Aber da man sich da zum Glück nicht einigen konnte, gibt's die gute Fortuna immer noch. Aber einer, der wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr bei der Fortuna spielen wird, ist Raphael Wolf. Da gibt's nämlich krasse Gerüchte von der Mopo, die das rumgetragen hat, dass er zum HSV wechseln wird, sollte der HSV absteigen. Das sieht momentan da in Hamburg ziemlich grausam aus. Also die planen schon aktiv für die 2. Liga. Man muss leider sagen, dass die Mopo und die Bild, also die Bild Hamburg und die Mopo, was Sport angeht, leider immer richtig liegen. Weil die haben da Leute bestochen, Quellen, Kontakte, ich habe keine Ahnung. Die haben den einzigen Rucksack, Geld, Koffer noch rumliegen, ich weiß es ja nicht. Also ich sag mal so, ich würde es Wolf eigentlich gönnen, beziehungsweise eigentlich hat sich Wolf ja verdient, irgendwo als Stammspieler, als Stammtorwart zu spielen. Und die Frage ist halt, ob Fortuna ihm das bieten kann oder ob dann, wenn Rensing wieder fit ist zur nächsten Saison, ob Rensing dann wieder Stammtorwart ist. Also gehen wir mal davon aus, der HSV steigt ab und Fortuna macht Raphael Wolf ein Angebot. Ich glaube, finanziell würde der HSV in der Liga 2 ihm nicht mehr bieten, als er jetzt hat. Klar, seine Familie ist da, schon mal ein großer Punkt. Aber ich glaube auch, dass der hier bleiben würde, wenn man ihm sagen würde, du bist sicher die Nummer 1. Und bei Fortuna gehe ich leider davon aus, weil wir ja noch Michael Rensing haben, dass gesagt wird, du hast die Saison zwar geil gespielt und hast dich auch in die Nummer 1 gespielt, aber der Michael Rensing, der kann ab Sommer wieder richtig mittrainieren und dann mischen wir die Karten nochmal neu und ich glaube, dann ist er weg. Ja, wahrscheinlich will Fortuna halt den Konkurrenzkampf haben und will keinem versprechen, dass er Stammtorwart sein wird. Ja, aber das ist als Torwart ist das immer so, es gibt halt nur eine Nummer 1 und die restliche Saison sitzt du draußen. Ist halt nicht so, dass du wie als normaler Feldspieler einfach mal in der 70. Minute regelmäßig eingewechselt wirst, sondern wenn du raus bist, dann bist du aber auch raus und der andere muss erstmal so richtig scheiße sein, 4-5 Spiele am Stück, dass du dann sagst, ja okay, wir machen mal da den Wechsel. Ja, ist halt so, ist halt das Pech vom Torwart, dass er halt normalerweise nicht gewechselt wird. Also rechnest du damit, wenn Fortuna aufsteigt, der HSV absteigt und man Raphael Wolf keine klaren Bekenntnisse machen kann oder nicht extrem viel mehr Geld bietet, sage ich mal, ist er beim HSV, wenn die Gerüchte stimmen. Also ich hätte das schon für möglich, weil ich glaube auch, dass Wolf beim HSV in der 2. Liga trotzdem mehr verdienen würde als bei Fortuna in der 1. Liga. Ja klar, die haben mehr Sponsoren. Obwohl, ich habe jetzt gelernt, dass beim HSV, wenn die absteigen sollten, die 2 Hauptsponsoren, Fly Emirates und die andere habe ich gerade vergessen, dass die weg sind, weil die keine Verträge für die 2. Liga haben. Und wenn der HSV dann
da keine Sponsoren findet, die ungefähr 15 Millionen zusammenzahlen, dann könnte es für die sogar direkt in die Regionalliga Nord gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Und da sollen sie sich bitteschön HSV-Podcasts mit beschäftigen. Michael, willst du noch was loswerden? Ja, ihr könnt euer Feedback und oder Themenvorschläge gerne bei YouTube in die Kommentare schreiben. Ja, wenn ihr jetzt nicht bei YouTube guckt, oder sondern über eine Podcast-App, dann gerne per E-Mail an projektmegaphonpodcast@gmail.com oder halt in den Social Media bei Facebook, Twitter, Instagram. Unter den aktuellen Post der Folge könnt ihr gerne reinschreiben. Verbesserungsvorschläge, Kritik, sonstiges, sonstige Meinung und so weiter. Dann ist die aktuelle Folge vorbei. Ich bin der Mo, @wappenrubel auf Twitter. Der Micha ist @Schwensky8 auf Twitter. Vielen Dank nochmal, dass ihr zugehört habt. Und dann sagen wir Micha, vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.